Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann ihr das schaut. Ich bin Patrick von der Stereo und begrüße euch zum zweiten Teambuilding im UDT. Jo, letzte Woche haben wir 3-0 gegen den guten Yamari gewonnen. Da hat das Teambuilding richtig gut funktioniert. Dieses Mal müssen wir gegen Scarecrow, den Ligaleiter, oder einen der beiden Ligaleiter, und sein Team, die Nevajo City Nidoqueens. Meinen kennt ihr schon, das habe ich jetzt schon zweimal vorgestellt. Einmal in der Teamvorstellung, einmal im ersten Teambuilding. Das Team von Scarecrow besteht aus Megaglurak X als Mega, im Tier 1 Caporigi, im Tier 2 Scorgro, im Tier 3 Phlorgis und Vishu. Tier 4 haben wir Sneebel und Komala, Koalelu heißt er auf Deutsch. Drifzepli im Tier 5 oder Tier 5, wenn man es auf Englisch halten will. Und in den Free Tiers haben wir Ferrothorn oder Tentantle, Alola Raichu, Acrostella und Yanmega. Wir haben schon das erste Problem dadurch, dass das Team sau bulky ist. Wir haben hier sowas wie Scarecrow, wir haben sowas wie Acrostella, sowas wie Tentantle. Die sind alle jetzt nicht so gewillt, schnell zu verrecken. Lass mal so. Heißt, ich muss mir ja schon mal ein bisschen was zum Wallbreaken überlegen. Zweites Problem ist dieses Megaglurak X. Und zwar ist Megaglurak X immer eine Gefahr, weil das Ding einfach schon einen sauhohen Angriff hat. Dann noch die Fähigkeit Krallenwucht. Und dann kann ich das dann auch boosten. Heißt, ich brauche irgendwas, um nicht die Megaglurak X zu verlieren. Das Problem. Das Team ist insgesamt recht schnell. Wir haben einen Yanmega, wir haben einen Alola-Raichu, wir haben einen Scarecrow, wir haben einen Scarecrow, einen Caporigga, einen Vishu, einen Sneebel und einen Drifzepeli. Und das sind alles Mons mit einer Base von über 90. Heißt, jedes davon, obwohl Scarecrow glaubt knapp nicht, aber außer Scarecrow, weil der hat auch 95 von dem her. Jedes von diesen Mons outspeedet Demeteros. Und Demeteros ist eine unserer besten Damage Options im ganzen Team. Heißt. Aua. Jo. Bin ich auf einige Probleme eingegangen. Und Flog ist übrigens auch so ein Mon, was ich verrecken will. Problem ist in der Defensive. Tentantle, Acrostella und Scarecrow sind alles drei Bulky-Mons, die man nicht toxicen kann. Also man kann Scarecrow schon toxicen, aber dann kommt der Aufheber. Heißt, ich kann ihn nicht mal langsam downshippen, sondern muss die irgendwie mit viel Damage rauspressern. Und es gefällt mir absolut nicht in dem gegnerischen Team. Dann bin ich noch so Spielerei mit dem Elektrofeld. Wie zum Beispiel Elektrosamen auf dem Drifzepeli oder Elektrosurf heißt die Fähigkeit, glaube ich, von Raichu. Also eine Menge Sachen, die hier böse verlaufen können. Ja. Ich würde sagen, schauen wir mal mein Team an. Und zwar habe ich mir hier was überlegt. Ihr seht wieder rechts die beiden Teams. Und das erste Mal, was ich habe, ist tatsächlich Zebritz. Ich hätte es selbst nicht erwartet, dass ich Zebritz so früh mitnehme, aber Zebritz ist sehr gut gegen ihn. Und zwar schieben wir hier die Offensivweste, um in sowas wie Kapuriki und Raichu auch reinkommen zu können, wenn da keine Elektroattacke kommen. Denn wir spielen auch den Blitzfänger. Der Blitzfänger, für die, die es nicht wissen, boostet den Spezialangriff um 1. Heißt, wir können in Riki reinkommen, kriegen einen Boost im Ring Elektro. Einen Boost in unserer in unserem Spezialangriff und können danach, wenn er raus switcht, mit diesem Move attacken. Wir sind auch scheu, weil wir hier und Full Speed, weil wir jetzt Sneebel outspeeden müssen, weil der nur ein Spacepunkt weniger hat. Sneebel hat 116, 116, Sneebel 115. Und es hat es jetzt nicht mehr so unfassbar ungewöhnlich von den Moves her. Wir spielen Donnerblitz, Wollwechsel, HP Eis und Hitzekoller. Theoretisch würden die ersten drei Moves schon reichen, aber er muss ja unbedingt Ferrothorn picken. Und Ferrothorn ist ekelhaft. Folglich habe ich diesen Hitzekoller nur dabei, um auf plus 1 nach einem. Also ich kann laut Kalk
wenn ich es dann richtig im Kopf habe, den Kalk vom Teambuilding, kann ich Ferrothorn auf plus 1, also nach einem Blitzfänger-Boost, one-hitten. Und das ist geil. Heißt, wenn ich nicht so früh reveal, kann ich vielleicht Tintandel direkt weghauen. Und das ist ja unfassbar gut fürs Team. Weil dann keinen großen Switch mehr hat in zum Beispiel die Meteros oder so. Oder das wie Slimer, Metagross, was auch immer. Ja, also das ist ein recht einfach erklärbares Set für Zebritz. Als nächstes haben wir dann Lando. Der ist auch wieder dabei. Wir haben letztes Mal einen Kill gemacht gegen Yamari Stalobor. Und wir spielen ihn diesmal so. Mit dem Expertengurt, um nochmal einen extra Damage Boost abzugreifen. Ein mildes Wesen, also Special Attack und Minus Death. Den Bedroher, weil es die einzige Fähigkeit von dem Meteros ist. Und die IVs sind 4 KP, 248 Attack, 76 Special Attack und 180 Speed. Die 180 Speed sind am Ende einfach übrig geblieben. Deswegen habe ich ihn mal reinwässert, damit er nicht irgendwie auf Anwest in Speed creepen kann und mich damit outspeedet. Sondern dass ich ja auch noch gut Speed habe, damit ich auch ein paar Sachen noch vielleicht noch outspeeden könnte. Also das ist jetzt auf nichts Spezielles gespeedcreept. Schauen wir uns mal das Set an. Und zwar sind wir hier Mix mit Erdbeben, Fokusstoß, Grafreserve, Eis und Kehrtwende. Wir können im gegnerischen Team so ziemlich allem richtig guten Schaden drücken mit Erdbeben. Außer trifft Zeppeli, Jan Mega, Ferrothorn und Skorgro. Alle anderen kriegen richtig guten Schaden. Was mache ich also? Packen Fokusstoß und mildes Wesen und Expertengurt drauf. Mit 76 Spitze Attack. Und zwar reicht das, was ich habe, exakt aus, um Ferrothorn zu two-shotten. Und zwar ein Full-Spätzle Ferrothorn. Heißt, wir können einfach direkt in-game kalken, was der für ein Investment ist. Wenn er noch mehr frisst, ja, ist er halt Fist-F. Also, wenn ich Lando safe reinbekomme, verreckt irgendwas zu 99%. Zum Beispiel, wenn ich einen Siebel-Bestation belege, gehe ich auch immer auf eine Karte, weil die killt halt trotzdem, weil das Ding einfach einen Attack-Wert von Attack-Base von 145 hat. Oder noch mehr. Ich glaube, sie hat 429 Full Attack, wenn man das Ding full invested auf Level 100. Das ist mächtig. Das ist etwa das gleiche, was Gewaldro im Speed hat. Also Mega Gewaldro. Das ist schon ganz gut, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das Set ist dann auch recht gut erklärt von Lando. Und dann gehen wir mal zum nächsten Mann und das ist Pampros. Und zwar hatte er ja dieses wunderbare Glurak. Und Glurak ist die Pest zu vorbereiten. Matze ist jetzt nicht eins der wenigen Mons, die ich da gut reinholen kann. Und zwar mit diesem Set. Wir spielen die Japa-Beere. Das ist die. Das ist einer von den 50% Bären. Ein pfiffiges Wesen. Also hast du ja Full Fist Death spielen können. Das Investment ist auch voll in die physische Defensive mit Full KP und Full Fist Death. Und die Fähigkeit Zähigkeit. Wenn ich weiß, was Zähigkeit macht, jedes Mal, wenn wir einen Treffer bekommen, egal ob physisch oder speziell, kriegen wir einen Boost in der physischen Defensive. Was uns gegen Glurak enorm helfen kann, weil auf plus 1 hittet er uns, glaube ich, gerade in den Japa-Bären-Bereich. Wir kriegen die Japa-Beere, kriegen Zähigkeit getriggert und danach kann er uns nicht mehr killen. Danach kommt ein Erdbeben. Oder die Notsituation. Da habe ich ja auch noch dabei. Und zwar ist die dafür, wenn ich mit Pampros low bin, keine Beere mehr fressen kann. Und damit sowas drinsteht wie Ferrothorn oder so. So kann ich dann, weil Pampros von Natur aus, soweit ich weiß, schneller ist als Ferrothorn, nochmal in Notsituation klicken. Und damit Ferrothorn oder Agrostella oder was auch immer da gerade drin steht, nochmal richtig schön runterhauen. Und auch wenn bei irgendeinem anderen Mon, bei dem ich weiß, ich kriege das Ding nicht gekillt, aber Pampros verreckt halt nach der Runde. Na, durch eine Notsituation. Habe ich noch die Tarnsteine drauf, weil die auf keinem anderen Mon wirklich krass geholfen hätten. Bin aber ganz ehrlich. Für mich sind die Tarnsteine sind echt gut, aber ich kann die auf keinem anderen Mon spielen. Auf Lando brauche ich die ganzen Slots. Und die anderen Mons kommen ja noch, ne?
Ich hätte noch ein anderes Mal, auf dem ich spielen könnte. Dabei. Also Pumphouse ist ja jetzt auch nicht unbedingt das unfassbar krasseste Set, aber es ist halt wichtig, damit ich nicht von Lua-Combat zerstört werde. Gehen wir zu Ramot. Und zwar ist Ramot hier unsere Win-Condition in diesem Game. Und zwar mit extra diesem Investment. Es sieht komisch aus, ich weiß. Wir spielen ein Psychium-Set. Man könnte vielleicht schon erahnen, wofür. Ein mäßiges Wesen, aber kein Spitz-Attack-Investment. Ich erkläre gleich alles. Den Flammenkörper. Dann 244 in KP, 152 in die Def, 4 Spätzdef und 108 in den Speed. Das sind unsere Moves: Flammenwurf, Psychokinese, die HP Rock oder Kraftreserve Gestein und der Falterreigen. Funktioniert natürlich so: Auf plus 1 kann ich mit nur einem mäßigen Wesen ohne Spitz-Attack-Investment ein Spätzdef-Akrostella zu 100% one-hitten mit der Z-Psychokinese. Und das war wichtig, weil das Problem ist, Akrostella kann Dunkelnebel. Heißt, wenn ich mit Ramot drin bin und mich boosten will, kann er einfach in Akrostella gehen und Haste drücken, weil ich das Ding sonst nicht gekillt bekomme. Heißt, ich spiele die Psychokinese, um Akrostella wegzubekommen. Glurak kann ich auf plus 2 mit HP Rock one-shotten. Ich glaube, es liegt sogar schon auf plus 1. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Riki droppt auch auf. Also, ich gehe auf plus 2 durch. Auf plus 2 macht er nichts mehr. Weil jedes Mon droppt. Glurak droppt durch HP Rock. Riki durch Flammenwurf. Ferrothorn logischerweise durch die Psychokinese. Lelix CD. Ja, auch den Flammenwurf. Skoko auch durch den Flammenwurf. Akrostella eben durch die Psychium Z Psychokinese. Auch plus 2 sogar, glaube ich, durch eine normale Psychokinese. Aber da ich nicht weiß, wie weit ich mich boosten kann, bin ich hier mal safe gegangen. Phlorgis ist das einzige Mal, was was tanken kann. Die Sache ist halt bei Phlorgis, ich habe sehr viel physische Offensive. Also weiß ich auch nicht unbedingt, ob er das mitnehmen will. Wenn er es mitnimmt, muss ich es halt mit so Sachen wie Lando oder ja, vor allem mit Lando down bekommen. Oder eben mit Ramot einfach mal auf plus 6 gehen, dann gehe ich auch durch. Ja, weil ich kann ja Floris sich auch mal ein bisschen anschippen. So ist es ja nicht. Und vor allem habe ich jetzt nochmal das nächste Mon. Was gleich kommt, aber ich will hier noch kurz fertig durchgehen. Wishu, Psychokinese oder Flammenwurf. Ja, Mega Flammenwurf, Sneebel Flammenwurf, Komala auch Flammenwurf. Wobei da wichtig ist, dass sie die Schwätze spielt. Weil zum Beispiel Soulfest kann ich auf plus 2 knapp killen, also ist eine Roll. Raichu, Flammenwurf und Driftsäbeli auch Flammenwurf. Dann hätten wir das und dann gehen wir ins nächste Mon. Und da haben wir Panzeron. Und zwar ist Panzeron hier das Mon, was hier vor allem mit Phlorgis dealen soll. Wir haben hier die Überreste. Also, es waren natürlich auch andere Mons raus, wie zum Beispiel Sneebel, Wishu oder Komala, aber es ist ja auch für Phlorgis verantwortlich. Panzeron ist mir richtig wichtig. Überreste, Wishu sind Full Fisted, weil Phlorgis sonst eh nichts machen kann. Wir spielen die Robustheit und wir sind wieder. Ich habe was vergessen. Übertragen ist es nicht 252 Attack, sondern 252 KP. Sorry. Jo. Und das Set ist wieder recht ähnlich wie beim letzten Mal. Nur, dass wir diesmal statt Toxin Verhöhner spielen. Der Verhöhner ist wichtig, damit nächstes Spiel sowas wie ein Tantel oder Akrostella reinkommen und safe irgendwas gegen uns drücken können. Nicht, dass sich Akrostella gegen uns safe recovern kann. Nicht, dass Pharaoh irgendwie safe gegen uns Rocks legen kann, T-Waven, was auch immer. Und vor allem, Phlorgis kann nicht wishen. Oder auch nicht Aromatherapy drücken, wobei ich in meinem Team, glaube ich, eh keinen großartigen Toxic-Sachen dabei habe. Heißt, Phlorgis soll hier so gut wie möglich daran gehindert werden, irgendwelche Sachen auf meine Monster aufzubekommen. Ob es jetzt Toxics sind oder auf seine Mons irgendwelche Wishes. Weil Wishes sind böse. Und ich hoffe einmal, dass Panzeron das in dem Kampf gut hinbekommen wird. Diesmal nehme ich jetzt hier mal vorm Kampf auf. Hey. Habe ich mit der PBL, glaube ich, einmal hinbekommen. Im OET ist das zweite Mal. Bin unfassbar stolz auf mich. Jo. Nehmen wir den vierten Mon und zwar ist es wieder Turtok.
Und zwar ein etwas unkonventionelles Totok. Und zwar spielen wir hier ein mäßiges Totok mit dem Walschal. Und bevor man mich jetzt fragt, bist du komplett behindert, Totok zu scarfen? Lass mich erklären. So haben wir dir das Set. Surfer, Eischer, Erdbeben und Fokusstoß. Übrigens ist es kein mäßiges, sondern ein hitziges Wesen, weil ich es ja im Kopf habe. Habe ich anscheinend beim Übertragen auch falsch abgelesen. Weil sonst macht der Erdbeben nicht so viel Sinn. Wir brauchen ein Mon, was abräumen kann. Das hätten wir maximal mit Zebritz, der dafür schnell genug ist. Aber wenn du das Spiel Ramot auf plus 1 hier und viele Mons anschippt, habe ich danach nichts zum Abräumen. Dann maximal noch Zebritz, aber der hat halt auch nur 80 Special Attack Base. Das ist jetzt nicht so überragend. Zebritz ist zwar geil, aber eben ist es trotzdem nur ein Tier 5 Pick. Man soll jetzt nicht überschätzen. Ich habe tatsächlich sogar die Wesensänderung richtig drin, weil ich ja hitzig spiele, aber habe den Wesensnamen nicht richtig drin. Das ist irgendwie komisch. Also, die 22 Speed sind dafür, dass ich mit dem Walschal ein Kaporiki outspeede, das darauf gespeedcreept ist, dass ich es auf einen Speedcreep mit Zebritz speedcreepe. Dann ist die Frage, was zur Hölle labert der Junge? Also, Zebritz, ein Punkt schneller Kaporiki, einmal von mir, was ein Punkt schneller ist, wie zum Beispiel Gewaldro, Riki. Und Turtok ist eben dann nochmal da drüber. Ich hoffe, es haben jetzt alles verstanden. Falls nicht, es tut mir leid. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also, hier mal quasi einen Zeitstrahl. Man hat ganz links hat man meinen Zebritz auf Max Speed. Dann einen Schritt weiter hat man einen Riki, was quasi darauf gespeedcreept ist. Dann auf einem Slot weiter hat man Mon, was auf Riki gespeedcreept ist. Also auf einen Riki, das Zebritz ausbieten will. Wie zum Beispiel Scarf Lando kann man da nehmen. Weil Riki sein schnellstes Mon ist. Dann gehe ich davon aus, dass der Riki nochmal einen Punkt schneller speedet. Weil er kann eh nichts einsparen von wegen Boost oder nicht. Er muss Timid spielen, weil sonst Zebritz sich ausbietet. Und Zebritz kann den Jungen nach einem Blitzfänger mit Donnerblitz two-shotten. Ernsthaft. Das geht tatsächlich, weil Elektrofeld und so dann draußen ist. Und eben auf diesen Kaporiki Speedcreep, auf das gescarfte Mon, was schneller sein soll als ein Kiriki, das auf Zebritz gespeedcreept ist, darauf ist Totok gespeedcreept. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt. Es tut mir leid. Das ist recht schwer zu verstehen. Ich kann mit Totok eigentlich dann auch mäßig spielen. Ich könnte Riki, glaube auch nur knapp outspeeden, wenn ich Timid gespielt hätte. Aber ich brauche den Damage-Output. Ich brauche den Damage-Output mit Hitzig, weil ich sonst manche Monster nicht two-shotten kann. Das war eben bei Totok, der hat halt auch nicht so viel speziell offensiven Output. Aber es reicht, um so ein Set zu spielen. Und zwar kann ich hier mit Fokusstoß auch das Ferrothorn, soweit ich weiß, two-shotten. Da hat nämlich auch ein bisschen mehr Investment hier als Demeteros. Und auch ein bisschen höhere Spezialangriffs-Base, glaube ich. Ich kann Riki mit Erdbeben knapp nicht one-shotten, glaube ich. Aber eben two-shotten. Ich kann Raichu one-shotten, ich kann Drift Zepli two-shotten. Komala wird, glaube ich, knapp. Sneeble, wir haben letzte Woche schon gesehen, wie viel eine Skald gegen Sneebunner macht. Sneeble ist nochmal ein bisschen unbulkier, beziehungsweise wenn dann Evelyn spielt, dann nochmal ein bisschen bulkier, drücke ich keinen Fokusstoß. Jan Mega Eisstrahl ist auch weg. Bichu mit dem Surfer sollte auch ein Two-Shot sein. Moment ist da wieder Flogges. Heißt, Panzeron muss Flogges unbedingt in Schach halten. Sonst haben meine Mods nicht so Bock. Weil ich hier eben diesen speziellen Output brauche. Ich hätte gerne Slyboch mitgenommen. Ich hab so viele Monster gehabt. Ich hatte vorübergehend Metagross drin. Hatte vorübergehend ein physisch offensives Mega-Gewalt mit Iron Tail drin. Ich hatte vorübergehend auch Metagross drin. Falls ich das nicht schon erwähnt habe, sonst hatte ich noch Slyboch drin. Und die Anzieher hätte sich auch drin als physisch offensiv.
Aber ich brauche diese 6 Mons, damit ich sein Team möglichst gut gehandelt bekomme. Das heißt wohl eben, weil sein Team hat eben einmal diese brachiale Offensive, die allein schon Gluak ausstrahlt. Aber auf der anderen Seite eben auch diese unfassbar ekelhafte Defensive aus Ferrothorn, Agrostella und Skargro. Heißt, ich muss hier diese 6 Monster dabei haben. Ich könnte gucken, ob ich was anderes mitnehme. Ob ich noch ein Schlappohr mit mit Trick oder so mitnehme, damit ich hier was auf Ferrothorn bekomme oder so. Ich könnte hier einen Dianzi mitnehmen, weil er eine hohe Rock Weakness hat. Und das ist so, er hat eine hohe Rock Weakness. Aber eben, das ist dann wieder ein Mon, was an Ferrothorn hängen bleibt. Wo ich dann wieder zum Spiel in Lando gehen muss, damit ich das... Ich hab auch wieder das Problem, ich muss dieses Feral Schach halten. Ja, muss ich wahrscheinlich vorübergehend in den Panzeron gehen, um dieses Ferrothorn ein bisschen rauszubekommen und dann vielleicht meine Rammer zu gehen und das Ding rauszuscaren. Ich habe unfassbare Probleme mit meinem Team gegen Ferrothorn. Und das ist kacke. Aber ja, ich habe irgendwie einen Toxa oder so, hätte was einfach den Egelsamen, was einfach die einzige Recovery von Ferrothorn rausnimmt. Aber ich würde sagen, das war's dann mal mit dem zweiten Teambuilding gegen den guten Scarecrow. Und wir sehen uns morgen dann beim Kampf. Bei der guten nachkommentierten Version. Weil ich nicht live aufnehmen kann. Also dann, bis denne und bis morgen.